Tja, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Legend of Grimrock 2. Und wie ihr seht, ich habe es diesmal geschafft, das Spiel vorher zu laden, sodass ihr euch die ganze Ladesequenz nicht mehr anschauen braucht. In diesem Part besiegen wir diesen Boss. Oder wir versuchen diesen Boss zu besiegen. Und kurze Info vorab, ich war nochmal im Dungeon und habe mir Fackeln gekauft. Gekauft? Nein, eingesammelt. Weil dieser Boss hier ist, soweit ich mich erinnere, anfällig für Feuer. Und schnell noch was essen, dann kann es ja losgehen. Eine Fackel habe ich schon ausgerüstet und wir kämpfen gegen die Viperon. Das sind diese Dinger. Und ja, es sind zwei Bosse. Was das hauptsächliche Nervige an diesen ist. Neben der Tatsache, dass sie sich ständig im Boden verkrümeln. Was machen wir? Ständig in Bewegung bleiben, draufhauen, die können nämlich nur nach vorne und zur Seite an. Nein, nur nach vorne angreifen und über Distanz angreifen, nicht aber zur Seite. Und was lässt sich über diese Bosse noch sagen? Jeder von ihnen hat 500 Lebensenergie. Yep, 500 Lebensenergie. Das heißt, wir dürfen auf jeden gut 50 Mal draufkloppen. Hoffen wir, dass wir genug Fackeln haben. Sonst muss ich tatsächlich wieder auf den Dolch zurückgreifen. Da ist er. Es ist ein bisschen kompliziert, die hier ordnungsgemäß im Auge zu halten. Da ist einer. Da ist der andere. Gut. Das war daneben. Ja, ihr werdet von diesem Bosskampf übrigens sehr wenig sehen, weil ich die meiste Zeit versuchen muss, mich nicht einengen zu lassen, was ich gerade sehr gut geschafft habe. Kurz mal zwischenspeichern. Habe ich übrigens schon gesagt, dass diese Viecher auch ziemlich derben Schaden machen, wenn die einen treffen. Natürlich, es hat er sich vorher noch verkrümelt. Spaßiger Bosskampf, nicht wahr? Eieieiei. Sehr spaßiger Bosskampf. Wenn wenigstens einer von beiden mal sterben würde. Der Hälfte haben wir fast runter. Wahrscheinlich habe ich aber den Schaden schön gleichmäßig verteilt. Und Game over. Ich hasse diesen Boss. Tja, ich glaube, ihr kommt um die Ladesequenz doch nicht drum rum. Mal ernsthaft, dieser Boss, zumindest im Zweierpack, kommt wirklich viel zu früh im Spiel. Wenn sie wenigstens ein paar gute Waffen bis dahin gegeben hätten oder gute Rüstungen. Die einzige Rüstung, die verfügbar ist, ist eine Rüstung, also ein Rüstungsteil, und das ist noch nicht einmal gut. Sechs Schaden, hurra! Mal schnell speichern. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, diesen Kampf hier irgendwie zu überstehen.
Nee, ich spreche zu laut an, wenn irgendetwas schief geht. Und glaube mir, es wird definitiv irgendetwas schief gehen. Das ist Spielkonzept. Ach, verdamm ich nochmal. Ich glaube übrigens, wir werden außer diesem Bosskampf jetzt nicht viel in diesem Part sehen. Nur mal schon so vor Info, ihr könnt, wenn ihr den nicht sehen wollt, gerne abschalten. Weil spätestens nach dem Bosskampf schalte ich ab. Hört auf, neben mir zu erscheinen, ihr Drecksviecher. Ich weiß, das ist eure KI, aber eure KI ist scheiße. Mal. Könnte mal endlich einer von beiden den Geist aufgeben. Einzeln sind die erstaunlicherweise überhaupt kein Problem mehr. Es ist halt bloß das Problem, zwei Gegner mit random Bewegungsmuster irgendwo zu verfolgen. Vor allem, wenn man die in ihren Rettungsbewegungsmuster nicht einmal einklingen kann. Ach ja, sie können spucken. Hat man vielleicht für uns mal gesehen. Da bin ich ja schon einmal dran gestorben. Ja. Ein anderes Problem ist, dass man über den ihre Löcher so schlecht drüber gehen kann. Und Game over. Dann verfehlt das solche Riesendinger auch noch, ne? Ich meine, ist ja auch so ohne weiteres möglich, einen riesigen Baumstamm zu verfehlen mit einer Fackel. Das Ding lebt immer noch.
Ich finde, sie sollten die Möglichkeit, manche Gegner zu verfehlen, echt ausschalten. Ich glaube, ich habe mich gleich einigeln lassen. Yep. Drecksviecher. Wer kam eigentlich auf die Idee, dass sie zu dem Zeitpunkt im Spiel gute Bossgegner wären? Ich meine, da ist ja selbst die Hades-Hexe aus Terranigma noch fairer. Wenn die wenigstens irgendwo einen Nachbrenneffekt von der Fackel kriegen könnten, sodass sie... Moment. Hey, den habe ich tatsächlich noch in sein Ladeloch getroffen. Solange der dort bleibt, ist mir das recht. Dann habe ich wenigstens bloß einen auf dem Schirm. Natürlich. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Moment, da will ich gar nicht erst hin. Nein, der lebt immer noch und der leider auch. Ist aber wieder typisch, dass ich den Schaden natürlich gleichmäßig auf beide Gegner verteile. So, einer ist tot. Da ist der andere wahrscheinlich kein größeres Problem mehr. Bei einem Gegner kann ich mich hier hinstellen. Denn da er nur von zwei Seiten kommen kann, ist zumindest einzuschätzen, woher er kommen kann. Oder woher er kommen wird. So. Und tot. Nerviger Boss weniger. Kann ich ja. Ach nee, die Fackel brauche ich ja nochmal. Da kann ich ja wieder das Ding ausrüsten. Und diesen Power Stone mitnehmen. Den brauche ich für die Story. Habe ich irgendwo Platz dafür? Da. So, das war der nervtötende Boss. Und mir ist jetzt völlig egal, wie lang dieser Part ist. Ich mache hier Schluss. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Dark.